Wollt ihr nicht einfach meine Privat... Mein... Oh, benimm dich, Baby. Wollt ihr nicht einfach mein Privatbade werden? Ihr könntet eben über mein heldenhaftes Leben verfassen. Das Internet. Nein! Das heldenhafte Leben, das Internet. Ich wollte den da drunter. Oh. Den! Juhu! Natürlich kann ich den ehrenwerten Herrn Vidian den ersten Lob preisen, wenn dies denn euer Wunsch ist. Juhu! Ja, das ist mein Wunsch. Zeigt mir, was ihr drauf habt. Wie ihr wünscht. Großer Vidian, so mächtig und elegant, euer Name erhallt durchs ganze Land. Der kluge Finder des Armes aus Gold, doch im Gesicht ist das Glück euch nicht hold. Oh, im Gericht. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja. Ich hoffe, diese Ode hat euch gefallen. Oh ja, oh ja, es war sehr poetisch. Schluck, schluck. Wie ihr trinkt, so fein und edel. Doch was verbirgt der Krug mit Schädel? Ha. Gebracht hat das gar nichts. Gebracht hat das gar nichts. Immerhin wissen wir jetzt, dass Vidian... Nein, wirklich nicht. Immerhin wissen wir jetzt, dass Vidian keine Ahnung von Musik hat. Und die apropos ich Musik, jetzt Dinge. Spielt wieder diese schöne Musik. Ja. Bestimmte Dinge sollte man nicht zu genau untersuchen, verehrte Herr Blauer. Genau, ja. Das ist gemein. Aber war lustig. Too much information. Nun gut, das Gericht möchte das Gehörte gern vergessen. Weiter im Text. Now let's get back to the game. Das war schön. Okay, dann wollen wir mal sie hier angreifen. Aber ihr habt zuvor nichts in der Art verlauten lassen. Nun, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Ach, was meint ihr? Was soll das? Achtung, alle aufpassen. Stift in die Hand und schlagt eure Hefte auf. Ich schlag gleich was anderes. Und nicht auf. Mit dem Stab. Mit meinem Stift. Frau Schleiftanz, Lektion Nummer 4. Das war Nordmanns Weisheit Nummer 4. Einige Sachen sollte man besser vergessen. Erinnerungen bringen nur Ärger. Merkt euch das für die Prüfung. Ja, einige Sachen sollte man vergessen. Das Lied über Vidian. Ihr sagt also, dass das Opfer nach vorne stürzte und der Arm abbrach, nachdem der Stab zu Boden gefallen war. Ausgezeichnet! Ihr habt einen Fleißpunkt verdient. Und so erkennen wir, der Widerspruch existiert nicht mehr. Einspruch! Genau. Aber das deckt sich doch überhaupt nicht mit allen vorherigen Aussagen. Einspruch. Muss es nicht. Nein, wirklich nicht. Ihr seid aber recht vergesslich, mein werter Herr Blaurock. Die Zeugen lügen nicht. Es fällt ihnen lediglich schwer, sich an die Wahrheit zu erinnern. Ja. Dann würde ich die nicht als Zeugen nehmen. Oh, das ist der totale Schwachsinn, Mann. Ja, genau. Wir müssen unser Bestes geben, um die Wahrheit in diesem Dickicht der Aussagen zu finden. Nicht, dass ich wüsste. Moment, Klappt nicht, der redet dafür zu schnell. Das ist der Mist? Nee. Ach, ja, das ist so ein Mist. Der wollte ich eigentlich. Warte mal. Ich mach nicht, dass ich... Nee, was? Das ist doch der und du machst so ein Mist. Wir teilen uns das. Ah, okay. Das ist doch so ein Mist. Moment. Okay. Und? Was ist denn? So ein Mist! Annäher. Besser als das erste Mal auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das bringt nichts. Diese Typen geben nur sinnloses Gelaber von sich.
Inquisitor Flamberg muss die Wahrheit sagen. Magie hat die Zeugen verwirrt. Sophie! Wir versuchen stets, einen Sinn in dem zu finden, was wir sehen. Aber wenn das, was wir sehen, keinen Sinn ergibt, dann wissen wir nicht mehr, was real ist und was nicht. Ja, don't vor allem... My life. Ja. Apropos, Virtual Reality ist draußen und ich habe immer noch nicht meine HTC Vive, die ist noch nicht mal verschickt worden. Oh, ja. Ist das auch schon erschienen, habe ich nicht mitbekommen. Doch, doch, ist also die ersten wurden rausgeschickt am 5.4. Den wievielten haben wir jetzt? Den 7. glaube ich. Naja, gut. Den 8. Den 8. schon, boah ey. Naja, und das Problem war, ich habe bei meiner Vorbestellung 20 Minuten gebraucht, weil es da so einen beknackten Serverfehler gab. Und deswegen darf ich jetzt wahrscheinlich vielleicht einen halben oder ganzen Monat länger drauf warten. Naja. Naja. Dafür wird es umso toller, wenn es da ist. Mhm. Ich freue mich jetzt schon drauf, wenn du darauf Superman 64 spielst. Oh, Motion Sickness Incoming. Ja. Aber wie? Weiter. Das macht ein Kreuzverhör ziemlich unnötig. Zumindest solange die Leute hier glauben, dass kein Mensch sich dem verwirrenden Einfluss der Magie entziehen kann. Ah. Aber wir müssen auf jeden Fall etwas unternehmen. Andernfalls wird Maya bald schuldig gesprochen. Ich höre mir die Aussagen der Zeugen noch einmal an und versuche irgendetwas Nützliches herauszufinden. Viel Glück! Jetzt hätte dieser eine Sound doch gepasst. Good luck! Aber ich finde der Klang... Good luck! Gibt's den eigentlich auch in vernünftiger Qualität? Vielleicht auf der 3DS-Version von Star Fox? Ich weiß nicht, aber ich dachte halt, dass wenn der... Ich meine, der Originalsound ist ja der, den jeder kennt. Hm. Wo jeder früher sich gefragt hat, was sagt er denn da wirklich? Ja, ja. Beim Original Star Fox zumindest. Ach so, ja, ah, und in der 3DS-Version, da ist es ja sogar, es ist deutsch vertont. Da gibt es wirklich dann den Spruch, viel Glück! Mache eine Rolle! Oh Gott. Ohne Quatsch. Und Einstein, den Einstein-Spruch haben sie gar nicht, da haben sie keine, naja, sie haben eine Übersetzung gebracht, aber Blindfuchs oder sowas heißt es da. Warum? Hey Einstein, I'm on your side. Moment mal. Und meine absolute Lieblingsvariante, der Mann, der von der Klippe... Das war's nicht. Was war das denn? Okay, ich glaube, ich habe Hey Einstein nicht, oder? Oh doch, hier ist es. Schon nicht gesehen. Hey Einstein, I'm on your side! Ach so, ich hab 1 und dann ST als Tastenkombination. Einstein. Hey Einstein, I'm on your side! Nicht schlecht. Ja. Und wir hatten ja auch eine Barrel Roll irgendwo. Do a Barrel Roll! Ja. Upsa. Das hatte ich mal lange Zeit als Nachrichtenton auf dem Handy. Do a Barrel Roll! ich hatte irgendwann mal konnte ich es nicht mehr hören. Ich hatte mal als Nachrichtenton. Das hatte ich auch. Das eine hatte ich bei WhatsApp für Gruppennachrichten und das andere für normale. Und wenn ich 2 Nachrichten hintereinander kriege, dann Haha! The fun has been doubled! Aber es wäre natürlich auch gut, wenn man ganz viele Nachrichten bekommt. Moment, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das hier. Hey, listen! Ich glaube, das hatte ich auch mal irgendwann als Ding. Oh, das ist echt schlimm, dann. Ja. Great, now let's get back to the game. Okay. Er hat nur auf den Professor geschaut. Dann gucken wir doch mal, ob das was bringt. Luke, du hast vorher gesagt, dass du gehört hast, wie der Stab zu Boden fiel. Und dass er erst fiel, nachdem Professor Layton umgefallen war. Da habe ich gedacht, ich habe vorher geglaubt, dass es so war, aber jetzt... Das habe ich gedacht, Punkt. Ah, drum, ich dachte gerade, irgendwie macht das nicht. Da habe ich gedacht, dass der Satz anders ging. Ich habe jetzt wirklich, ich muss auch jetzt blöd geschaut haben, ich habe wirklich überlegt, was er damit meint. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger bin ich mir sicher, dass ich es wirklich gehört habe. Wie hätte ich denn auf irgendwas achten können, wenn der Professor... Wäre der... Oh. Oh.
Meine Erinnerungen sind alles andere. Als verschwommen. Als verschwommen. Was lese ich für eine Scheiße? In der Tat. Luke war zu schockiert, um auf die Umgebung oder irgendetwas anderes zu achten. Er wird mir wohl nichts Sinnvolles mehr sagen können. Was denn? In der Tat. Wie das klingt. Das ist Laborchef Dr. Klenk. Das ist Laborchef. Der übrigens nicht, wie du dachtest, aus irgendeiner blöden Soap ist oder aus einer Serie. Laborchef Dr. Klenk. Ja, naja, es gibt doch hier Dr. Stefan Frank, der Arzt, den die Frauen beklauen, und der Bergdoktor. Ja, ja. Ja, ja, aber Laborchef Dr. Klenk ist... Das wäre genauso, wenn es der Doktor, wie hieß denn der Doktor Beckmann, ist auch nicht aus dem Fernsehen. Der ist von diesem Reinigungszeug. In der Tat. Der hat zusammen mit Laborchef Dr. Klenk studiert. In der Tat. Das ist so bescheuert. In der Tat. Doping für die Haare. In der Tat. Okay, okay, das nächste Mal bringe ich aus der Werbung auch noch Laborchef Dr. Klenk. Für die Fälle, wo wir meinen Namen brauchen. Ja, das ist richtig. Laborchef Dr. Klenk. In der Tat! Oh, ich krieg schon Schmerzen im Bauch. Okay, 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 weiter. Mann, kein Pfund, Verspannungen durch Magnesiummangel. Nee. Wadenkrämpfe, nicht Magenkrämpfe. Wadenkrämpfe und Verspannungen. Wadenkrämpfe ist ja noch schlimmer. Ich bin kein Arzt und auch kein Laborchef, Doktor. In der Tat! Bitte hör auf damit, ich kann nicht mehr. Oh Gott, so ein Lachflash hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Oh Gott, ich, boah, mir zählen die Augen. Ey, aber pass auf, Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Laborchef, Doktor Klink. In der Tat! Oh Gott. Ich dachte jetzt ja an Wadenkrämpfe und Verspannungen durch Köstritzer Schwarzbier. In der Tat! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wir müssen weiterspielen. Ich komme nie. Oh nee. Ich kann nie mehr. Es tut mir leid, Luke, aber wir müssen jetzt weitermachen. Ich verstehe, wie schwer das alles für dich. Ich verstehe, wie schwer das alles für dich sein muss. Oh. Puh. Ach du Schande, jetzt haben wir über... In der Tat! Jetzt haben wir anderthalb oder zwei Minuten wirklich nur so... damit verbracht, uns ein abzulachen. Oh Gott, ich hoffe, das ist... Obwohl, das wäre vielleicht auch wieder was fürs Best-of. In der Tat! Ich werde jetzt immer lachen, das kriegen wir nicht, diese scheiß Werbung im Fernsehen. In der Tat! Oh Mann, weiter, weiter, weiter. Oh, lass uns weitermachen, ja. Fragen wir doch lieber den nächsten Zeugen. Laborchef Dr. Klenk. Okay, den hatten wir aber wirklich noch nicht, ne? Dann können wir ihn ja auch mal angreifen. In der Tat! Jetzt wird's auch nicht besser durch das Spiel. Nein, wirklich nicht. Oh Mann. Okay, okay, also. Mit das Teil meint ihr wohl... Köstritzer Schwarzbier. In der Tat. Oh, benimm ich mich. Genau. Oh, benimm dich, Baby.
Den Arm des kostbaren Herrn direkt neben euch, Blaumeier.